Hallo, wieder begrüßen wir euch hier in der Sporthalle. Leonie zu meiner linken Seite und ich, Detlef. Wir werden euch heute wieder durch eine Sportstunde führen. Schwerpunkt werden Spiele sein, kleine Spiele. Genau, wir haben uns heute mal wieder was anderes überlegt, und zwar ein paar Spiele, die wir gegeneinander spielen, wo wir Punkte sammeln können und ja, mal ein bisschen Wettkampfcharakter hier reinbringen. Genau. Punktesystem werden wir euch nachher erklären. Ne? Warm-up mit dem Basketball. Heute kommen sehr, sehr viele Bälle ins Spiel, viele Materialien. Die haben wir im Vorfeld jetzt schon alle desinfiziert, sodass das alles safe ist. Das hätten wir jetzt im Rahmen der Sendung nicht mehr geschafft. Wie gesagt, Warm-up, locker mit dem Basketball. Wir laufen rauf und runter und dribbeln rechts und links. Auf geht's. Gut, jetzt wird ein bisschen niedriger gedribbelt. Hier unten. Gut, und noch niedriger. Hier unten. Bleibt bei rechts und links. Okay, wir dribbeln auf der Stelle, dribbeln, dribbeln und werden uns einmal hinsetzen dabei mit gestreckten Beinen. Aufstehen. Das gleiche mit der anderen Hand. Okay, wir laufen locker, bringen den Ball um die Hüfte. Und die achten zwischen den Beinen. Gut, okay, den Ball wieder von hinten nach vorne werfen und fangen. Und von vorne nach hinten. Okay. Jetzt mal auf der Stelle den Ball zwischen den Beinen halten, anlupfen und wechseln. Wechseln, hopp. Okay. Gut, wir setzen uns einmal hin. Beine nach oben und den Ball. Um die Beine und wechseln. Andere Richtung. Und jetzt mal die 8. Andere 8. Gut. Okay, ich glaube, das reicht mit dem Warm-up erstmal. Wir sind ein bisschen warm. Und dann fange ich mal an. Also wir haben uns 5 Spiele überlegt. Wir fangen jetzt mal an mit dem sogenannten Tic-Tac-Toe. Das kennen wahrscheinlich alle von euch. Wir haben hier vorne ein Feld aufgebaut, mit Seilen markiert, 9 Felder, wo wir dann eben immer Hütchen reinlegen können. Einer von uns hat gelbe Hütchen, einer hat rote. Und dann müssen wir zwischendurch immer zurücklaufen, uns auf die Bank setzen, bevor wir das nächste Hütchen holen. Und genau. So spielen wir Tic-Tac-Toe, bis eben einer 3 in der Reihe hat. Und das machen wir dann ein paar Mal. Mal gucken, wer da die Nase vorne hat. Jawohl, okay, gut. So, ich habe die gelben. Auch immer nur ein Hütchen in der Hand. Ich weiß gar nicht, wie man taktisch am besten anfängt. Auch nicht. Wir werden es sehen.
Ist es soweit? Ja. Gibst du das Kommando? Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Gut. Oh. Jawohl. 1-0, best of 5. Den nächsten muss ich nehmen. Kurze Erholungspause. Jetzt darfst du das Kommando geben. Okay, gut. Bist du soweit? Ja. Und? Hemm! Oh. Ich kriege den Altersbonus 1-1. So. Wie oft haben wir gesagt, best of 5? Also 1-1. Zweimal mindestens noch. Ja, okay. Du gibst den Start. Das Startkommando. Auf die Plätze. Fertig. Los. Den Punkt mache ich. Abendwist. Meins. So, also A, geht schon mal so eine Pumpe, wenn man hier sprinten muss. Und dann muss man auch noch nachdenken, auch wenn es ein einfaches Spiel ist. Aber wir könnten es glauben, wir haben Stress hier. Wird schon mal ein bisschen hektisch. So, bist du soweit? Ich glaube schon. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los! Oh nein! Ja. 2-2. Entscheidung. Oh, ich habe mich gerade schon wieder sicher wieder gefühlt, aber wo ich nicht gesehen hatte da vorne. Weil du nur auf dich geachtet ja. hast. Oh, nein. Du gibst das Kommando. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Trinkpause. Genau. So, okay. Die erste Challenge, die ist an Leonie gegangen. Lieber Stefan Rath, Spiel 1. Ein Punkt. Für die Anstrengung. Ja. Nur ein Punkt. Also wie gesagt, das kann man natürlich alleine machen, 1 gegen 1, aber auch gerne mit einem Team, mit Zweierteams, Dreierteams, dann ist das nicht ganz so anstrengend. Man kann von hinten auch noch ein bisschen anfeuern und sagen, wo er es hinzulegen hat, wenn man das nicht richtig
Hier vorne sieht man in der Hektik. Genau, manchmal, wenn man davor steht, dann weiß man gar nicht, oh Gott, wo muss ich jetzt hinlegen? Und die von hinten aus der Mannschaft, die sehen das dann ein bisschen besser. Definitiv. Und ich sage, oh nein, hältst du das so? Also ich habe mich auch einmal doch wie ein bisschen Sieger gefühlt, war aber nicht. So. So, wir bauen hier schon mal wieder ab. Das nächste Spiel ist ein kleiner Triathlon. Ich werde es einmal kurz erklären. Ihr habt da hinten schon unsere Bänke gesehen. Wir werden da hinten starten, uns rüberziehen, also quasi schwimmen. Danach ziehen wir unsere Schuhe an, die zusammen mit einem Leibchen in dem Ring liegen. Ziehen uns also schnell an, laufen bis hier nach vorne zu unserem jeweiligen Kasten und haben ein paar Bälle, die wir dann in unseren Kasten werfen. Also jeden Durchgang 3 Bälle und für jeden Ball, der nicht im Kasten liegen bleibt, müssen wir eine Strafrunde laufen, markiert durch die Hütchen auf unseren Seiten. Genau, und dann werden wir mal sehen. Dann geht es eben nicht nur noch um Schnelligkeit, sondern auch um Genauigkeit, wie gut wir eben den Kasten treffen. Wir legen uns schon mal ein paar Bälle bereit. Auch das könnte man natürlich auch mit einer Staffel machen. Ne? Also 3 Bälle machen, haben wir gedacht. Ne? 3. Ja, ich dachte jeden Durchgang 3. Also, ja, können wir mal dass wieder wir die nicht wiederholen. Aber können wir auch zumindest wiederholen. Ja, genau, das ist ja so. Ne? So. So. Ach, passt. Okay. Okay. Da müssen wir unsere Schuhe natürlich einmal noch vorher ausziehen, damit wir sie dann auch anziehen können. Willst du wieder hier? Ich bin hier, es ist ja wieder gelb. Ja, ich glaube, du musst deine Glücksseite auch nicht verlassen. Das war doch kein Glück. Okay. So. So. Die Strafrunde hat ja Leonie schon charakterisiert. Das sind halt diese blauen Hütchen. Pro verworfenen Ball eine Strafrunde. Dreimal nicht getroffen, dreimal der Ball nicht ich zeig im das Korb einmal. Oder im Kasten geblieben, heißt eine Runde. Also wir werfen hier rein. Angenommen, er wäre jetzt nicht drin geblieben, laufe ich hier einmal rum bis zu dem Hütchen und wieder nach vorne. Und das für einen Ball. Wenn ich also alle 3 daneben werfe, muss ich 3-mal so viel laufen. So. Okay. Ich überlege, ob ich schon ein paar Knoten in die Schnürsenkel von Leonie mache, wenn ich eine Chance habe, aber gut. Auch hier spielen wir, das machen wir 3-mal, ne? Ja. 3 Durchgänge. So. Also auf dem Bauch liegend, ne? Anfang? Ja, ja. Okay. Nee, wir stehen, ja, so wir auf dem stehen, Bauch genau, liegend, dann rüberziehen. Ich hoffe, dass das... Schwimmen, laufen, werfen ist quasi unser Triathlon. Genau. Okay. So. Du darfst das Kommando geben. Ich dachte mal, Verlierer fängt an. Ne? Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich schummel hier schon wieder. Nein! Ja, so. Nein! Strafrunde. Oh! Eins. Ja. Oh, okay. Ja. Nächsten 3 Bälle. 1-0 wieder für Leonie. Wie viel hast du versenkt? 2. Und du? Auch 2. Ich finde, wir können noch ein bisschen weiter zurück. Ja, okay, können wir machen. Kann das sein, dass ich hier XS habe? So, Leibchen und Schuhe wieder aus.
Eigentlich war das meine Seite mit XL, da kann nicht wahr sein. Hier wird mit Hendrix gearbeitet. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir die Schuhe richtig zumachen müssen. Ja. Mit Schleife. Wir könnten wahrscheinlich auch so laufen, aber es ist natürlich ein bisschen gefährlicher. Und dann geht es eben noch mehr um Geschicklichkeit, wie schnell man sich die Schuhe zumachen kann. Jawohl. Okay. So. Du gibst das Kommando, ne? Okay. Ich habe hier auf der Bank geklebt. Wie ging es dir? Ich bin überhaupt nicht vorangekommen. Jetzt muss ich auch mal bis zur Hälfte springen vielleicht. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein! Ah, hast du drei getroffen? Ja. Oh ja, ich habe die Strafrunde mit kassiert. Das hat dich den Sieg gekostet. Definitiv. Ja. Okay, wir brauchen gar keine dritte Runde machen, ne? Nee, hab ich schon gewonnen. Das Spiel kann ich leider nicht mehr gewinnen. Oh, die ersten Punkte haben wir noch nicht eingetragen. Du hast ein und jetzt zwei. Ich mach das mal schnell. Knorrig null. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich hier mit Niederlagen umgehen kann. Das kriege ich hin. So. So, wir machen schon Platz für unser nächstes Spiel. Ganz einfach. Seilspringen ist das nächste Spiel. Ja. Und zwar eine Minute und wir zählen, wie oft wir eben, wie viele Kontakte wir hatten, wie oft wir übers Seil gesprungen sind. Und ich stelle mal einen Timer für die eine Minute. So. Ja, ich muss nochmal das Schuhsäcke erstmal wieder richtig zumachen jetzt dafür. Das war eben auch nur so. Hat aber auch nicht so viel gebracht, leider. Okay. So. Ja, jetzt geht es um drei Punkte. Drittes Spiel, drei Punkte. Also ich könnte ausgleichen. Ich könnte. Das stimmt. Könnte. Aber, naja, bin gespannt. Ah, okay. Detlef trainiert schon mal. Hammer. Okay. Timer. Ja, hier ich muss mal gucken, wie ich das hier klug mache, dass ich keine Zeit verliere. Ehrlichkeit ist ja auch wichtig, ne, dass man jetzt... Genau, wir zählen für uns selber. Selber, genau. Da sind wir aber so ehrlich. So. Okay, ich glaube, der zählt von drei runter. Mhm. Eine Minute. Oh, oh, oh. 132. Ich glaube, ich habe 130. Oh. Oh. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Wäre traurig, wenn. Alter Verwalter, jawohl. Das ist echt sehr einfache Übung, aber echt anstrengend. Ich habe mich gerade gewundert, wie lang so eine Minute sein kann. Und wie gesagt, es ist was anderes, ob man das so macht oder als Challenge um die Anschläge hier. Tipptopp, Ausgleich, ja, geht doch.
Genau, sitzt 3-3. Oha. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck zu trinken. Pack das mal schnell ein. Ja, das nächste Spiel wird ja ein bisschen ruhiger jetzt. Aber auch nicht wesentlich anspruchsloser. Und zwar haben wir wieder unseren Kasten. Und haben jetzt jeder einen Hockeyschläger dazu. Und ein paar Bälle. Und zwar 10 Bälle. Wir stehen im Abstand von einer Hockeyschlägerlänge entfernt. Zack, da kommt das Hütchen hin. Und da legen wir uns 10 Bälle hin. 10 Hallen, ne, Floorballbälle sind das, glaube ich. Und man hat eine Minute Zeit, 10 Bälle dort hinein zu spielen. Wobei, das ist die Einschränkung, ich habe auch nur 10 Schläge. Das heißt, ich kann mir natürlich Zeit lassen, immer gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, ohne Stress und Hektik. Aber wenn ich halt in dieser Minute nur 8 Bälle gespielt habe, habe ich nur 8 Bälle gespielt. Und es zählt das, was drin geblieben ist. Ich habe jetzt hier 6, 3, 6, 7. 3 Bälle brauche ich noch. Ich habe noch 3. Auch dies machen wir 3-mal. Wir machen das so, wir werden es 3-mal spielen und die Gesamtpunktzahl der Bälle im Grunde ermitteln. Wenn wir jetzt Spiel 1, ich habe meinetwegen 5 Bälle reingebracht, Leonie 8, dann werden die Bälle in die zweite Runde mitgenommen. So. Machen dazwischen, genau, aber immer eine Pause, dass wir die Bälle wiederholen. Und dann wieder eine Minute haben. Genau. Ich nehme mal wieder den Timer, damit wir hören, wann die Minute um ist. Eine Minute, genau. Wahrscheinlich wird jetzt die Minute sehr schnell rumgehen. Eben beim Spielen sehr langsam. So. Okay. Dafür nur. Hast du schon einen rein? Nee. Oh, ich krieg das auch hier hin. Immer diese Kante. So, jetzt muss er rein. Ich treffe gleich noch bei dir. Noch 2 Bälle. Meine 10. Wollte bei mir rein. Ich habe mein Pulver verschossen. Oh, ganz ja, knapp. Ja, ich bin auch durch. Oh, doch nur 2 Bälle. Ich dachte, ich hätte 3. 2, 2 Punkte. Du? Ich hatte 1. Eieiei, okay. Und 1 bei dir fast. So, dann holen wir unsere Bälle wieder. Genau. So, dass wir wieder 10 haben. Und es steht 2-1, 3-1. 2-2. Nee, nee, ich habe nur 2 drin. Ich dachte, ich wären 3 drin, aber waren doch nur 2 drin. Okay. Da musst du irgendwie. Habe ich mich nicht konzentriert. 3, 6, 7, 8, 9. Zehn. Ja, aber viel kürzer darf es von der Zeit auch nicht sein bei 10 Bällen, ne? Wenn man nochmal ein bisschen justieren möchte. So. Einer fehlt mir noch. Hier unten ist er. Hier. Zweite Runde. Zählt wieder runter. Mhm.
Der erste saß gleich und jetzt geht nichts mehr hier. So, jetzt muss er noch mal passen hier. Oh. Nein! Der war doch schon fast drin. Oh. Wieder zwei Bälle. Mehr waren es nicht. Ich habe keinen diese Runde. Keinen, also jetzt sind es vier. Es ist ganz angenehm, jetzt mal nicht so zu stressen, zu laufen und hier die Pumpe zu belasten. Aber auch hier glaubt man, oh, man hat es geschafft, aber so, ich habe jetzt hier 4, 5, 6, 7, 8. Ich brauche noch einen. Ah. Ah, da hinten sind welche, ne? Wo wir die so hinschießen. Ja, überall, nur nicht da, wo sie hin sollen. Hab ich sie hier hin? Fehlt dir noch einer? Ja. Ja. Ah, gut. Ich glaube. Okay, gucken. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Doch, doch noch einer. Noch einer. Einer fehlt noch. Nein. Ah, muss ich ein Ersatzbein nehmen. Okay, letzte Runde. Es steht 4-1 für dich. Ja, guck mal. Okay. Oh Mann. Du, jetzt habe ich aber eine Serie. Oh, kaum gesagt. Ich glaube, ich kann dich gar nicht mehr aufholen. Schon. Fünf Bälle habe ich drin. Vier und fünf, neun ja, Bälle insgesamt. Man muss natürlich eins dazu sagen, alle Spiele, die wir jetzt gemacht haben, die haben wir uns ausgedacht, aber nicht vor einmal irgendwie geprobt, geübt. Also. Das hat man gesehen. Ich glaube eigentlich, ich bin im Laufe der Zeit schon besser geworden, aber ich hatte dann auch ein bisschen Pech. Okay, gut. Naja, das ging auf jeden Fall klar an Detlef. Aber ich habe ja noch eine Chance, das wieder aufzuholen. Oh ja. Letztes Spiel. Nee, Spiel 5, genau. 5 Punkte. Oha, ja. Jetzt wird es wieder hochgradig koordinativ. So. 5 Bälle. Wie viele Bälle haben wir, wollten wir nehmen? 20 haben wir gesagt, ne? Ja. Okay. Gut. Die Hockeyschläger können zur Seite. Und den Kasten, genau, lassen wir aber so stehen. Ja, genau. Wir nehmen jetzt jeder einen Basketball und viele kleine Bälle, also die, die wir eben auch schon hatten. Und ich erkläre mal die Übung schon mal. Wir werfen jetzt den Ball hoch und in der Zeit, wo der Ball in der Luft ist, versuchen wir, die Bälle in den Kasten zu legen und fangen den Ball dann wieder auf. Die Bälle, die wir in den Kasten gelegt haben, zählen aber nur, wenn wir den Ball, den Basketball, auch wieder auffangen. Und das machen wir jetzt nicht auf Zeit, sondern wer als erstes 20 kleine Bälle im Kasten liegen hat, der hat das Spiel oder den Satz gewonnen. Genau, genau. Zwei Hände, zwei Bälle maximal oder immer einen Ball reinlegen, das, wie wollen wir da verfahren, was meinst du? Also ist ja, wir könnten am Anfang nur mit einer Hand machen.
Ja, und das können wir machen. Und zweiten Durchgang. Genau, dann gucken wir. Gut, okay. So, ich habe hier 4, 5, 12. Ja, jetzt müssen wir ein paar bunte Bälle dazu nehmen. Wie viel hast du jetzt da? Ja, guck. 14 habe ich. Ein paar brauche ich noch. 18. 20, okay. 15. Wie viel hast du jetzt? 15? 5 brauche ich. 18. 20, genau. Jawohl. Und dann ist ja ganz einfach, wenn wir sehen, dass alle Bälle, die hier jetzt liegen, im Kasten sind, dann ist das Spiel vorbei und derjenige hat gewonnen. Genau, man muss. Wie ist das, müssen wir mal festlegen, wenn wir den Ball hochgeworfen haben, haben Bälle reingelegt und haben den nicht gefangen, müssen wir die Bälle wieder rausnehmen? Ja. Okay, gut. Das heißt, man verliert Doppelzeit. Ja, genau. Genau, und wir nehmen jetzt als erstes immer nur einen pro Ball, legen wir rein. Ball, den wir hochgeworfen haben, dürfen wir nur einen Ball reinlegen. Das heißt, wir müssen mindestens 20 Mal den Basketball hochwerfen und wieder fangen. Okay. Ja. Ja, probieren wir das mal. Auch das haben wir beide schon gemacht in unserer Ballstunde, ne? Ich bin gespannt. Da war es noch nicht so auf Stress. Jetzt geht es natürlich jawohl noch mal um ein bisschen mehr. Okay. So, wollen wir loslegen? Ja. 3, 2, 1. Nein! Das kann nicht wahr sein. Ich werde weich. Das ist. Oh nein, wie machst du das denn? Mein Ball ist da ganz hinten. Oh. So, jetzt muss ich auch mal. Oh. Das ist ja Macke. Hier bin ich ja richtig raus. Scheiße. Oh, oh nein. Oh. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele drin sind. Es müssen auch jetzt 20 drin sein. Ich habe 20. Ich habe auch 20, aber ich habe in der ganzen Weltgeschichte rumliegen. 3, 4, 7, 10, die Hälfte. Der erste Ball hat alles weggesprengt hier bei mir. Okay. Da hat man auch gesehen, dass es keine Generalprobe gab. Nee. Ach, das war gut, wie du gekniet hast. Machen wir da auch Best of Three oder war nur ein Satz? Nö, wir machen das ruhig noch zweimal. Ja, schön. Eine kleine Chance kriegen. Damit wir auch ein bisschen besser werden. Jetzt können wir mit zwei Händen das machen. Okay. Und müssen wir aber nicht. Ja, okay. Okay, Option. Vielleicht habe ich mit bisschen großen, mehr Risiko. Vielleicht habe ich mit meinen großen Händen so ein bisschen mehr. Ah, ich weiß es noch nicht. Hätte ich gesehen, dass du kniest. Ja, okay, ja, das hatte ich auch nicht geplant, aber das hat sich so ergeben. Ah. Ah, jawohl, liebe Bälle. Danke. So viel habe ich jetzt hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 16, 17, 18, 19, warte, ich habe noch mal 10, 3, ja, hab noch 6, einen. 9, 14, 19, ein Ball noch, danke. Ich knie mich gleich hin. Ich bin gespannt. Ich gebe das Kommando? Ja. Okay, auf die Plätze. Fertig, los. Thank you.
Oh nein! Danke, 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 danke. Boah, das ist aber nett. Ich glaube, ich habe. Wenn mir keiner weggesprungen ist. Ich war besser. Ich habe einmal sogar vier gegriffen, hat doch keiner gesehen, ne? Aber hat mir nicht geholfen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ja. Ich habe 21. Ha, ich konnte gar nicht gewinnen. Okay. Ich denke, wir haben gesagt, dreimal machen wir das. Das muss müssen wir als Mogeln abgelten, weil ich den Ball ja nicht gekriegt habe. Konnte ich also gar nicht gewinnen. Eine letzte Chance. Jetzt geht es um alles oder nichts. Ich konnte als kleiner Junge auch schon nicht verlieren. Aber wir machen das nochmal. Bitte, danke. Kriege ich die Chance? Ja, ne? Ja, ja. Ja, ja, schön. 5. Also, wieso warst du schon wieder so schnell? Das gibt's doch gar nicht. 9, 12, 15. Da muss ich hier meine Bälle. Einen kriegst du auf jeden Fall. Ja, gib mal zurück. Ich glaube, einer ist eh rübergefallen, als ich versucht habe, da reinzuwerfen. Das gibt's doch gar nicht. Wieder, ist egal, was man greift, greift man, ne? Ja. Ja. Also nicht alle auf einmal. Nein, nein, nein. Nein, zwei, ne? Aber ich versuche genau, versuch auch mal zwei zu greifen. Mal gucken. Ich darf das Kommando geben wieder, ja? Ja. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Keine mehr. 4, vielleicht 6, hast du ja genug. 9, 10, 14, 18. Mir fehlt zwei. 8, 10, 13. Oh nein! Ich hab, hier. Hast du wieder 22? 21. Weiß nicht, okay. Ich komm von dir aber rüber. Ja, nee, ich schmeiß rüber. Okay. Ja, letztes Spiel ist aufgegangen. Souveräner Sieg, dreimal. Jetzt Zweiter geworden. Ja, aber insgesamt. Hast du jetzt. Habe ich jetzt. 5 Punkte oder mal zugenommen? Habe ich jetzt 8. Und ich habe 7. Und Detlef hat 7. Also, es war nochmal knapp. Herzlichen Dank für die Challenge. Jederzeit wieder. Wir machen jetzt nochmal die Sommerferien, sind noch ein bisschen hin. Ich überlege mal was, wo wir ein bisschen besser aussehen können. Also, ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.